Memo, hier liegt Dreck. Kannst du das vielleicht mitnehmen? Wieso nicht? Digga, geh doch unauffällig kacken. Puh, da hat jemand einen richtigen Flitzepiepen gehabt, Alter. So, Asif, oder wie du ausgesprochen wärst, respektlos. Schon ein paar Mal seine Tags gesehen hier in der Hood. Aber Digga, respektier doch die Natur. Sprüh doch keine Bäume an oder bist du ein Hurensohn. Ciao, ciao. Von der schönsten Seite getroffen. Sag mal, geht's noch oder was? Warst du fein schwimmen, Kailo? Bei dem Wetter braucht keiner eine Abkühlung. Schwarzes Fell, Mops, hat sowieso schlechtere Atmung als normaler Hund, weil Züchtung, dann noch 1-2 Kilo zu viel, schlechte Kombination bei 27 Grad. Deswegen schmeiße ich ihn immer ins Wasser, aber ganz wichtig, habe ich auch dazugelernt, nicht einfach ins Wasser schmeißen wie ein Idiot, sondern erstmal ein bisschen nass machen, langsam und wenn er ein bisschen nass ist, dann ins Wasser rein, weil wenn man Hunde einfach so bei heißem Wetter ins Wasser schmeißt, können die einen Schock bekommen. Deswegen ein bisschen mit Wasser an den Seiten nass machen und dann langsam ins Wasser rein.